Hier, meine Damen und Herren, 20 Jahre Park Stammhausfest bei mir. Hier Betreiber, Besitzer oder wie sagt man es so, hier Peter Dreher. 20 Jahre ist eine lange Zeit. Ja, ja, allerdings. Und was hat sich verändert in 20 Jahren? Ich werde immer älter. Es wird immer schwieriger, solche Feste zu bestreiten. Aber vom Publikum her? Eins muss ich sagen, es ist also durchgehend seit 20 Jahren wirklich tolles Publikum, absolut kein Stress, niemals, das ganz hoch. Hier ist ein richtig geiles Ambiente, so Summerfeeling mir, ja. Gefällt mir, super. Ja, man muss auch sagen, also ganz, ganz großes Lob ans Publikum, es ist eine ganz tolle Auswahl von Leuten, die daher kommen. Also die wählen wir nicht aus, aber sie kommen. Es ist ganz, ganz perfekt. Also es ist kein Stress. Für uns ist es, es macht richtig, richtig Spaß zu arbeiten. Wenn es auch total stressig ist, und es ist total stressig, Tag und Nacht da durchzumachen mit meinen ganzen Leuten. Aber es ist genial. Es ist und genial. Du hast da bestimmt vor, noch 20 Jahre weiterzumachen. Kein Kommentar. Gut, wie war das in den 20 Jahren Publikumsrekord? Wann war das? Hat es da irgendeine besondere Band gegeben, wo man nicht mehr durchkommen ist? Oder so? Ich meine, jedes Jahr gut besucht, aber hat bestimmt so ein spezielles Jahr, spezielle okay, Band. Also, Freeburn Rockers, glaube ich, war viel los zum Beispiel. Ja, wenn ich mich zurückerinnere, vielleicht vor 6, 7 Jahren, ja. War einmal ja, die 800er Grenze überschritten. Aber im Großen und Ganzen können wir eigentlich sagen, dass wir also konstant eigentlich gleiche Anzahl an Leute haben. Genau, das ist also schon mal in den Zeiten, ja. Wo es schwierig ist, schon mal super. Ich glaube schon, es ist ein Fest in Pirmasens, das gebraucht wird, das sehr genommen wird und einfach ein Heimspiel für uns natürlich, genau. Klar, und auch für die... Für die Park. Für nicht nur für Pirmasens, auch die Leute aus dem Danadal, aus Fischbach, Zweibrücken und was weiß ich woher, also rundherum. Mit großer Unterstützung natürlich von Rheinpfalz, von SWR3, von ganz vielen Leuten, die uns auch werbetechnisch unterstützen, funktioniert das so. Hier ist hier direkt das Parkkino, da könnte man auch mal was machen. Public Viewing war ja, denke ich, viel los bei Deutschland Spiele. Ja, ist aber eine andere Baustelle. Gibt's keine Ideen von dir? Gibt es natürlich ohne Ende, aber ist eine andere Baustelle, gehört hier nicht her. Und jetzt jeden Donnerstag, wenn die Sommerpause rum ist, glaube ich, gibt es wieder hier Live-Musik. Es gibt mit Sicherheit, geht nach dem, also ab September gibt es jeden Donnerstag Live-Musik. Einmal im Monat montags Park Song und ganz neu am ersten Montag im Monat, ja. Machen wir eine Jazz-Geschichte. Hey. Mit Zusammenarbeit mit der Unterhaus Jazzband aus Landstuhl. Genau. Ja, das wird ganz neu produziert momentan und es wird auch ab September stattfinden. Das ist nochmal eine super Neuigkeit, wie wir sagen. Und jetzt darfst du noch all deine Gäste oder wen du möchtest grüßen. Ja, ich grüße alle wirklich, alle, die uns unterstützen, die hinter uns stehen. Auch meine Nachbarn, wenn die das gucken und die das aushalten. Ja. Ist nicht immer einfach. Nee. Aber Peter hat alles immer im Griff. Also dir noch 20 Jahre weiter so. Mach's gut und gib Gas.